Mein Freund, alte Oh. Männer, nicht? Yeah. Mit dem hohen Eiweißanteil. Oh Gott, okay, lass uns gleich. Schlei, nein, nein, ich fang gar nicht erst an. Ich bin ruhig. Danke. Ja, gut. Ich geh mal kurz das Niveau gucken. Ich bin dabei. War noch nicht. Niveau. Nö, nicht wirklich. Das soll sich ja melden, wenn dann Schild hingestellt. Ja. Ja. Aber ich sag dir eins, Nivea ist immer noch besser. Nivea. Ja, im Gegensatz zu dem Niveau ist es immer verfügbar. Er war so schlecht. Ja. Ey, warum öffnet sich die Truhe wieder und warum, wenn ich draufklicke und die Truhe öffne, Darf schließt sie ich? sich wieder? Ja, was auch immer. Was darf Darf er? ich einen, naja, mehr oder weniger anzügigen Witz bringen oder nicht? Ah, Hau kommt her die an. Scheiße. Ah, Mach. okay. Hau her die Scheiße. Was hat ein Mann ohne Beine? Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich verstehe. Erdnüsse. Versteh's nicht. Erdnüsse. Ach, der ist so uralt, dass ich ihn sogar kenne. Ich kenne ihn nicht. Wie war die Stimmung in der DDR? Hey, Game Master, bleib mal stehen. Echt hier. Was meinst du? Wie war die Stimmung in der DDR? Gedrückt. Sie hält sich in Grenzen. Ja. Gottes Willen, der war nur schlechter als schlecht ist schlecht. Ja. Und warum wurde ich nach außen Ich verlegt? hatte heute ein 7-Gänge-Menü, eine Bratwurst und ein Sixpack Bier. Also, Leute. Hallo, ich gehe das Niveau gucken, aber ich habe so viel Zeug dabei. Es fängt jetzt schon an zu laggen und ich habe gerade erstmal. Leute? Komm, ich hab gerade erstmal ein halbes Terabyte voll. Oh. Bei Leute? mir leckt schon wie Leggy. Ja, was ist Yannick? Also, ich verabschiede mich langsam. What? Ich dachte Ja, gerade schon mit Yannick hat eigentlich ein Ultimatum jedes Mal, sogar in den Ferien. Ja, kann ja auch sein, ich weiß. Meine Mutter Kann würde mir nervig gerne sein. ein Ultimatum stellen, aber ich halte mich nie dran. Ja, so habe ich es auch immer Ja, meinen bloß bei Freunden. mir ist es schwierig, weil sie steht gerade im Zimmer. Ah Deswegen. ja, sag's ja gleich. Bist du Assi da hinten wieder? Und jetzt an der Tür. Wer? Also, Dein Elternteil oder? ja. Ja, okay, dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns, Morgen. beziehungsweise hören uns morgen. Also Ach wenn ja. wir um 6, wenn um 6 der Server noch online ist, dann weißt du, dass Ich meine komm Festplatte drauf Fehlplatz und hat. ja, ich komm drauf und dann komme ich noch mal dazu. Ja, okay. Genau. Also. Janik und wir hören uns morgen, gell? Jo, und ich komme bei dir vorbei wegen einem Festplattenproblem. Am Sonntag aber dann, gell? Ja, wie auch immer. Wir werden schon sprechen. Gut. Also dann. Ciao. Ihr werdet die Eier schon schaukeln. Ja, und immer die Milch mit dem hohen Eiweißanteil trinken, gell? Also dann. Ciao. Der war ja genial. Okay. Obala. Ich kann echt nur noch mal spielen, verdammter Leck. Ich baue Blöcke ab, die kommen wieder. Ich tue Dinge tun. Egal. Oh komm, gerade eben haben wir eine gegenseitige Abschluss. So ein Dreck. Ich gehe mal hinten raus. Ich auch. Kann mir eigentlich Home machen, nicht, gell? Nee, geht Nein. nicht. Anna und Command. Unknown Command. Kaum haben wir Yannick nicht mehr Totenstille hier. Ja, es fehlt einfach dieses nervige Geräusch. Ich habe keine Ahnung, wie man Tripwires craftet. Ich schon. Praktisch. Man braucht Iron und Wood. Unten ein Wooden Planks, dann ein oben drüber ein Stock und dann Iron Ingot oben drüber. Ah, okay, cool. Ja, aber echt unpraktisch, dass die Server sind noch nicht so laufen, dass man zum Beispiel gerade noch mit dem einen das prüfen kann. Ja, okay, aber hier kann man eh nicht richtig spielen, weil hier buggt man nur noch rum. Buggy und Laggy und. Du bist halt gerade nicht auf dem Praktisch, wusstest du das? Wer ich? Die Spinnen und die Creeper, die hier oben sich gerade um meine Buggy Laggy angelegt haben.
schon! Ich war jetzt im Monster Spawner. Gott, das habe ich hier ganz vergessen. Alter. Game Master unterstrich 9000. Nein. Anfeind User 1, Alter. Game Mode 1, Game Master 9000. Wie heißt denn der Befehl hier? Das ist ja ganz neu. Can't find. Hä? Ja, du musst, wie geht der? Du musst den Mode, also Game Mode, dann den Modus 1 und dann den Player. Game Mode. Lol, okay. Ja, ist neu. Game Mode 0, Game Master unterstützen. Lol, hier stand also nochmal ein Creeper. Du kannst. Sind hier oben 3 Creeper explodiert? Ah, stimmt. Wir haben mal das Inventar hier. Finde ich auch gut. Ja, aber bitte nicht verwenden, gell? Nein. Ich bin hier nur reingegangen. Ich schupf hier nur schnell alle Creeper runter. Ich glaube, den gönne ich mit diesen einen Cobblestone. Der Rest ist von der Plattform gefallen. Schwimmst du hier oben? Ich. Ich sehe keine Viecher. Ja, jetzt bin ich tot. Und frei. Und dann raus. Alt. Okay, Game Mode wieder ändern. Ging nochmal. Ach ja. Oben drauf dürfen wir sein. Mode 0. Die Vervollständigung. Ah, die geht noch, okay. Ja, die Autovervollständigung, die ging schon immer, glaube ich. Wie viele Dinge brauchen wir denn noch? Irgendwie Bücher oder keine Ahnung? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ein paar Bücherregale, 10 Stück, glaube ich. Warum habe ich jetzt plötzlich ein 64er Stick Pflasterstein? Habe ich den die ganze Zeit schon mit mir rumgeschleppt? Nee, ich lege auch manchmal Dinge ab. Hä? Ich hatte gerade noch eine Hacke, die ist auch schön. Anscheinend runtergefallen. Also der 64er Stack und ich habe ihn dann doch. Ich gehe mal kurz in Anführungszeichen den Monster-Spawner ausschalten. Fackeln oder wie? Ja. Warum? Weil ich da oben gerade arbeiten durfte und dabei ungern getötet werden möchte. Wo ist die Spinne? Was ist es? Fuck, du Mistvieh! Ich kann mich nicht mehr bewegen. Warum sterbe ich? Ich kann mich nicht mehr bewegen vor lauter. Oh, ich schon noch, aber ich sehe das. Ich auch nicht, Hilfe. Das ist eine Spinne, die ist halb am Boden. Alter, ich kann mich kaum bewegen vor lauter Bug. Lol. Keine Ahnung. Mal jetzt. Tu mal langsamer, tu mal langsamer. Okay, das war's nicht. Yay. Der Aufzug funktioniert nicht mehr. Nein. Oh Gott, Bogenviecher. Lol. Und ein Creeper halb im Boden. Praktisch,
den sehe ich mal wieder nicht. Genau neben dir auf dem Gegen. Hier, wo ich stehe. Dann ist er vielleicht ein Stockwerk weiter oben, aber das kann eigentlich nicht sein. Ja, der buggt irgendwie rum hier. Wie viele Etagen machen wir eigentlich? Oder du? Ich baue jetzt noch ein paar drauf, deswegen... Okay. Can you move my whistle? Nein, kann ich nicht. Mein Bruder hat halt bis vor einem Tag eiskalt nicht gewusst, was der damit meint, weißt? Und läuft immer rum, can you blow my whistle? Luki? Hm? Ah, hat voll blöd geschaut. Ja. Hat echt keine Ahnung gehabt. Läuft immer durch die Wohnung, can you blow my whistle? Ich habe ihn dann irgendwann aufgeklärt. Lol. Oh, ich brauche mal kurz einen Stift, ich muss was aufschreiben. Dann habe ich ihn gefragt, hat er gemeint, ja, kannst du meine Flöte spielen? Und ich, und das bedeutet, ah. Eine Stunde, überlegen, genau. Ja, eine Stunde, da muss ich was raus machen. Du? Ausmachen. Ja, rausmachen. Da kam ein, nennen wir es mal, unangenehmes Störgeräusch. So ein Pfeifgeräusch, weißt du, so. So knapp eine Sekunde lang. Wo haben wir denn? Aha. Das habe ich in letzter Zeit sehr häufig gehabt. Was so unangenehme Pfeifgeräusche waren, die dann auch ganz plötzlich immer so von Treasure auskamen. Warum? Von mir schon wieder. Weiß nicht. Weil da immer wir allein sind. Okay, jetzt Alter, ich höre die Viecher schon viermal miauen, statt einmal. Miau, miau, miau. Ich bin jetzt verreckt. Miau, miau, miau. Oh Gott, das geht voll auf die Stimme da unten auch. Oh Gott. Ich mach noch weiter. Ja, wenn ich ehrlich... Oh, bitte. Keine Ahnung, wie lange ich heute mache, weil wir haben morgen Familienfeier um 8. Irgendwie. Soll ich vielleicht noch ein paar Stunden schlafen davor? Ach komm, die 2 Stunden gönnen wir uns. Naja. Bedeutet eine Stunde noch, gell? Du gesunde. Ja, klar. Moment, da war eine Mücke. Ja, ich hab mein Fenster zumachen müssen, deswegen verstecke ich, glaube ich, in dem Zimmer. Wie viel Grad haben wir denn? Oh, Schmieke. Ich hab gerade Schnieke 60 Grad drauf. Also auf meiner CPU. Ah, okay, da schau ich. Meine GPU, die düdelt so bei 63 Grad rum. Sie ist angenehm leise heute. Das bedeutet, im Zimmer ist es eigentlich recht frisch. Sonst würde sie da rumdüdeln mit Geräuschen. Weil ich habe nämlich die Nvidia GeForce GTX 560 Ti Golden Sample von Gameboard. Die ist nicht im Referenzdesign. Und ich sag eben, der sich sowas kaufen will, bloß die Finger weg von der. Die ist extrem laut. Aber sonst, Gameboard ist ein guter Hersteller. Aber ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ach, Schmieke, geht doch eigentlich 40 Grad. Kann man nicht mehr haben. Ja, das geht. AVG irgendwas, glaube ich. AFAK oder so. AFAK. die machen extrem leise und coole Grafikkarten. Du könntest mal Kobbelobbeln machen, ne? Ich kümmere mich ums Wasser. Also. Ich nehme den linken, du den rechten. Okay. Wow. Richtig anstrengend. Bei mir baut sich der Block bei dir nicht ab. Baust ihn gerade mit der Hand ab. Bei mir kommt kein Kobbel, der da rumschwimmt. Du baust ihn gerade mit der Hand ab, deswegen. Nein, ich habe die Hacke in der Hand. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein, jetzt hast du eine Hacke in der Hand, die habe ich dir gegeben. Alter, ich habe hier eine Hacke. Jetzt nicht mehr. Doch, bei mir schon. Nee, bei mir nicht. Dann nehme ich halt wieder die hier. Mein Gott. Voll abwechselnd. Kommt mal faul in den Beat rein, keine Ahnung. Entweder da schnarcht einer oder dir ist langweilig, kommt drauf an.